Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. So, ich will gar nicht so lange drum herum reden, direkt rein. Moment. Verdammt. Ich hab da noch... Ach Mist, da habe ich überhaupt gar nicht dran gedacht. Ich habe da noch eine Mission oder einen Auftrag von... Hier, besondere Zutaten. Der Kunde hätte gerne ein paar besondere Zutaten. Die meisten Dinge dieser Stadt gibt es auf der Citadel. Das ist ja alles schön und gut. Mein Problem ist nur, wo genau? Wobei, warte mal ganz kurz. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ich werde mal ganz kurz einfach in die Mannschaftsquartiere runter cruisen mit dem Lift. Und guck mal, ob ich den schon gekauft habe. Ich war doch eigentlich fast an jedem Stand, den ich mir da so vorstellen konnte, war ich doch. Oder nicht? Danach... Oh, da muss ich lang. Danach werde ich auch mal gucken. Okay, die sagen nichts wegen dem Essen, also wird da wohl noch nichts gewesen. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Verdammt, auf Wiedersehen. Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. Ha, okay, das war's also nicht. Ich habe sie noch nicht gekauft. Das ist scheiße. Da muss ich mich jetzt erstmal auch wieder auf die Citadel zurück, weil ich will die schon kaufen. Ne, ich geh jetzt erstmal hin. Die Fische werden ja wohl noch nicht tot sein. Dann muss ich nochmal ganz kurz auf die Citadel. Eigentlich wollte ich ja einen anderen Start hinlegen, aber mein Gott. So ist das nun einmal. Dann fällt einmal eben noch was ein. Ach Mensch, da war ja noch was. Naja. Ich möchte ja auch, dass... meine Boys und Girls gut drauf sind und will denen natürlich den besten Scheiß liefern, den es da so gibt. Aus dem Grunde muss ich halt nochmal jetzt auf die Citadel kurz und erstmal schauen, wo es hier noch ein paar ein paar Händler gibt, genau, bei denen ich Sachen kaufen kann. Verkaufen geht ja nicht. Aber kaufen halt. Vor Feindbeschuss schützt man sich am besten durch eine ordentliche Deckung. Alles doch Quatsch. Am besten schützt man sich vor Feindbeschuss, wenn man die zuerst tötet. So einfach ist das. Angriff ist immerhin auch die beste Verteidigung. Von daher, ja, wir nehmen ich mit. Komme ich immer Kasumi mit. Und ich nehme einfach mal dich mit. Bei Kasumi hatte ich mich noch gar nicht mit, das heißt, da habe ich auch noch alle Punkte zu verbessern. Den Rang möchte ich gerne erwerben, ich möchte auch gerne den Rang erwerben und den Rang und den Rang und dann noch einfach den Rang und dann sind wir erstmal fertig. So, dann kann ich mich nämlich auch gleich mal mit Morden quasi über die Keeper unterhalten. Keeper? Faszinierende Wesen. Genetische Konstrukte, eingerichtet für die Arbeit auf der Citadel. Könnten woanders nicht überleben. Zweck unbekannt. Hätte sie gerne untersucht, hatte aber andere Dinge zu tun. Nein, das ist schade. Schade, schade, schade. So, dann machen wir auf hier. Aber Sie müssen sämtliche Bioverstärker ablegen. Ich habe gar keine Bioverstärker. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeit, Sir. Naja, schon gut. Ich nehme das nicht so eng, mein Freund. So, okay, hier gibt es direkt Citadel Souvenirs. Da ist so das Sakura Café. Mann, da war ich überhaupt gar nicht drin. Noob, noob. Ich habe gehört, hier soll es die besten Lebensmittel. So, erstklassige Vorräte, jawohl. Roman Ascension, ja, kaufen wir. Na sicher doch. Und Enthüllungen, ja, die kaufen wir auch. So. Verlassen, das war's eigentlich schon wieder. Ich kann wieder gehen. Ich wollte nur... die Sachen holen und dann werde ich jetzt wieder direkt auf die Citadel und gehen zur Citadel. Dann kann ich mich gleich runter, dann kann ich ihn hier, hast du deine Rotze, mach mal was Geiles zu essen, mein Freund. Dann macht er nämlich auch was Geiles zu essen und dann sind die alle happy. Die freuen sich dann wie ein Schnitzel. Um
ihre Gruppenmitglieder auf ein Ziel anzusetzen, bringen sie es mit Q oder E in Position. Nee, das stimmt zum Beispiel überhaupt nicht, weil mit Q und E mache ich ganz andere Geschichten. Ha. Ich habe das mir, glaube ich, auf die Pfeiltasten links und rechts gelegt. So. So einfach ist das. Da haben wir uns die Sachen gekauft. Jetzt kann ich mal schnell zu ihm gehen. Und gucken, ob alles zu seiner Zufriedenheit ist. Ne, hier lang. Commander, die Lebensmittel von Ihnen waren perfekt. Ich schulde Ihnen was. Oh ja. Ich habe bereits mein berühmtes Calamari Gumbo zubereitet. Hier, probieren Sie mal. Ehrlich gesagt basiert es auf einem Rezept der Asari. Ich finde es ja ein bisschen kannibalistisch mit den kleinen Tentakelköpfen und so. Aber vom Kochen verstehen die wirklich was. Wie auch immer, nochmals vielen Dank. War wirklich nett von Ihnen. Na, kein Ding. Immer wieder gerne. Rupert, an dem Essen heute Abend ist irgendwas anders. So, dann gehe ich mal ganz kurz in mein eigenes Quartier. Dann werde ich mal nämlich die Fische füttern. Ich möchte das nämlich eigentlich nicht so gerne vergessen. Aber wie oft muss man denn die füttern? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, so nach jeder Mission bestimmt, wa? Guck mal, hier habe ich jetzt auch... Hallo, Hamster! Warte, guck mal. Oh. Oh, guck mal, der kleine Hamster. Der kommt da einfach so raus und dann guckt er und dann ist er wieder weg. Und hier steht ein Bild von Liara. Ja, gut. Mit der habe ich irgendwie zwangsweise irgendwie was angefangen gehabt, weil ich wollte mit der gar nichts anfangen, aber naja, mein Gott. Soll ja auch nicht so schlimm sein. Ist ja auch nicht so schlimm. So, aber jetzt, wenn wir uns mal hier Nachrichten für Sie, Commander. Ans Eingemachte machen, quasi. Ich werde mal hier die verlassen. Dann werde ich mal direkt zu Boltzmann gehen und Kasumi helfen, dann haben wir das Ding schon mal erledigt. So. Ja, geh mal an den Planeten. Ja, geh doch mal an den Planeten. Umlaufbahn anfliegen. Scan starten. Niedrig? Nee, niedrig ist mir zu wenig. So, was hat der Planet zu bieten? Wheeler, Mittel. Nee, Mittel ist auch ein bisschen blöd. Man muss ja, ehrlich gesagt, auch nicht jeden Planeten einfach mitnehmen. Wenn sie hoch sind, ne, Mittel ist immer so ein bisschen, ist mir zu wenig, da muss man auch zu viel suchen. Wenn die hoch sind oder noch gut, ja, dann kann man mal einen Blick riskieren, ansonsten, naja, muss ja nicht sein. Ne, der ist niedrig, gut, so, war klar irgendwie. Na gut, dann geht's nach Beaconstein. Ach, hier kann ich scannen, der ist ja bestimmt schon abgebaut. Ah, ja. Obwohl es hier teilweise ja auch noch Sachen gibt, was ich ja auch sehr lustig finde. Aber egal, wir landen. Denn wir haben hier eine Mission zu erfüllen. Mit Kasumi Goto. Und das werden wir dann natürlich auch mal schnurstracks erledigen, ne? Achso. Ja, ich habe zwar 3 Punkte, aber wo gebe ich die hin? Natürlich auf Betäubungsschuss. So. Kasumi hatte ich ja gerade verteilt, deswegen lohnt sich das jetzt nicht, mit dem 1 Punkt da irgendwas zu machen. Sie machen wirklich was her, Mr. Solomon Gunn. Hawk wird gar nicht mitkriegen, was ihn erwischt hat. Solomon Gunn ist wohl meine Tarnidentität. Sie leiten eine kleine, aber professionelle Söldnertruppe in den Terminus-Systemen. Genau solche Leute respektiert Hawk. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihnen einen Ruf zu verpassen. Papiere, Zeugen, ein Artikel im Wochenblatt für harte Kerle. Solange Sie mit ihm nicht übers Geschäft reden, sollte es keine Probleme geben. Nochmal, mit was für einem Mann haben wir es zu tun? Hawk ist ein Waffenhändler und Schmuggler. Er hat meinen Partner getötet und seine Greybox gestohlen. Davon abgesehen ist er gar nicht so übel. Reich, charismatisch und jederzeit bereit, einem Mann den Schädel aufzumeißeln, um an die neuralen Implantate im Inneren zu kommen. Ich nehme an, es gibt einen Grund für diese Verkleidung. Gepanzert würden Sie bei einer Party der höheren Gesellschaft etwas deplatziert wirken, meinen Sie nicht? Sie sehen toll aus. Sie sollten so etwas öfter tragen. Naja.
Jetzt wäre vermutlich ein guter Zeitpunkt, um mir die Einzelheiten zu verraten. Sie waren wirklich sehr geduldig. Unser Freund Hock gibt eine Party für seine engsten Freunde. Ein paar Dutzend der übelsten Lügner, Betrüger und Massenmörder, denen man begegnen kann. Und sie alle bringen Geschenke, um dem Allergrößten von ihnen zu huldigen. Unser Tribut ist eine entzückende Statue ihres alten Freundes Saren, mit liebevollen Details und voller Waffen und Panzerung bis unter den Rand. Sie können ihre Pistole behalten, solange sie sie verstecken. Wegen sowas machen die keinen Ärger. Wenn wir drin sind, geht's zur Tür zu Hocks Tresorraum, irgendwo hinter dem Ballsaal. Dann ermitteln wir die Sicherheitsmaßnahmen und schalten sie der Reihe nach aus. Die Statue wird auch da sein und darauf warten, dass sie sie öffnen und sich ausrüsten. Dann geht's bei einem Walzer in den Tresorraum und wir holen Keijis Greybox zurück. Und ich bekomme endlich Gelegenheit, mich zu verabschieden. Sie haben hart an dieser Sache gearbeitet. Keiji muss Ihnen viel bedeutet haben. Ist das so offensichtlich? Keijis Greybox enthält viele unbezahlbare, persönliche Erinnerungen. Sie ist alles, was von ihm geblieben ist. Aber das Geheimnis, das er entdeckt hat, ist gefährlich. Wenn es nicht so wäre, hätte ich sie nicht hergebracht. Das dürfte interessant werden. So ist es gedacht. Oh ja, das wird wohl auch sehr interessant werden. Als ob das alles immer so einfach ist. Das ist ja wohl schon jetzt nicht mehr zu glauben. Nach Ihnen, Mr. Gunn. Mr. Gunn! Moment bitte, Sir. Es scheint da ein Problem mit der Statue zu geben. Gibt es hier ein Problem? Nein, Mr. Hawk. Wir führen nur einen Scan durch. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Donovan Hawk. Solomon Gunn. Sehr angenehm. Dann nicht. Sir, die Scanner registrieren überhaupt nichts. Unsere Gäste sind sicher nicht den weiten Weg von Ilium gekommen, nur um Ärger zu machen, oder? Sie können passieren, Mr. Gunn. Und entschuldigen Sie bitte. Aber Ihre Begleiterin muss ich bitten, draußen zu bleiben. Das verstehen Sie hoffentlich. Würden Sie mir erklären, warum meine Freundin draußen bleiben muss? Etwas an Ihrer Freundin gefällt mir nicht, also bleibt sie draußen. Ganz einfach. Natürlich. Kein Problem. Sie sind der Gastgeber. Genießen Sie die Party. Nun, das ist nicht so gelaufen, wie erwartet. Irgendeine Idee, warum er sie weggeschickt hat? Nein. Wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Und niemand weiß, wie ich aussehe. Er ist nur vorsichtig, nehme ich an. Kann's ihm nicht mal verdenken. Keine Sorge. Ab hier komme ich schon alleine zurecht. Das ist gut. Sie müssen nämlich ab jetzt alle Gespräche selbst führen. Ich bleibe außer Sicht und dennoch so nah bei Ihnen wie möglich. Na, sprechen kann Shepard, ja. Das wir dürfte nicht das Problem sein. Nur für den Fall, dass etwas schief geht. Solange er nicht tanzen muss. Wir müssen die Tür finden und rauskriegen, welche Sicherheitsmechanismen es gibt. Dann überlegen wir uns den nächsten Schritt. Na gut. Wie haben Sie bloß die Lage auf Aleph in den Griff bekommen? Ach das, ein bisschen Gewaltanwendung, ein bisschen Druck und bumm, erledigt. Zum Glück. Ich dachte schon. Wo ist denn hier? Ah, hier ist ein Datenpad. Private Dreams. Wir können uns während der Party unmöglich rausschleichen. Alles ist hermetisch abgeriegelt und Sicherheitschefin Rowe hat Dienst. Die würde das niemals zulassen. Ich stehe lieber rum und langweile mich zu Tode, als ihren Zorn zu riskieren. Tut mir leid, Samuels. Chief Rowe, huh? Die scheint ziemlich hart zu sein. Mr. Hawks Tresorraum soll... Sagen Sie mal, was ist das da drüben? Hawks Schlafzimmer, glaube ich. Wow, wie heißt sein Architekt? Das ist alles ziemlich beeindruckend. Man kann überhaupt gar nicht... Zumindest ist es ziemlich groß. Man kann überhaupt nichts sehen, alles abgedunkelt und so. Oh, ist doch ziemlich beeindruckend. Wie ist denn sein Architekt? Da hat er schöne Fensters drin. Naja. Die sollen sich da mal... Was halten Sie von diesem Archangel? Oh, komm mal, er hier. Ich habe gehört, dass er tot ist oder verschwunden oder so. Direkt zwei am Start, Junge. Naja, ich soll zum Tresor rum. Und da bin ich. Sehr hübsch. Hier drin ist mehr, als ich erwartet hatte. Saren. Passwortgeschütztes Stimmenschloss. Kinetische Barriere.
DNS-Scanner. Vermutlich aus der EX-700-Reihe. Alles, was ein Tresorraum braucht, um unbezwingbar zu sein. Haben wir jetzt ein Problem? Ich bitte Sie. Haben Sie vergessen, wen Sie vor sich haben? Für das Stimmschloss brauchen wir eine Stimmprobe. Dazu müssen Sie mit Hawk ein Schwätzchen halten. Und das Passwort müssen wir auch beschaffen. DNS? Kinderspiel. In Hawks Privaträumen finden wir bestimmt jede Menge DNS-Proben. Und die Barriere? Strom abschalten. Klappt immer. Müssen wir nur finden. Keiji würde mit so einem System im Schlaf fertig. Und ich bin noch besser. Na, dann bin ich beruhigt. Na dann. Sieht aus, als würde das Stromkabel der Barriere hier unter dem Boden verlaufen. Bist du da hingekommen? Ich stelle ihr Universalwerkzeug so ein, dass es auf elektromagnetische Felder scannt. Okay. Na dann. Führe uns zum Ziel. Lass mich hier vorbei. So, Mann, ihr steht mir alle im Weg. So, jetzt muss ich jetzt mal gucken, wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ist das hier? Ja, super. Ne, hier ist es auch nicht. Das geht dann da hinten weiter. Alles klar. Und zwar hier. Sekunde. Das sieht auch kein. Damit müsste die Barriere erledigt sein. Schön, schön, schön. Na, mal das hier eben umgehen. Interessiert ja auch keinen. Diese Tür führt in einen Sicherheitskontrollraum. Ich kümmere mich um das Schloss. Alles klar. So, ich möchte gerne meine Waffe haben. Bin bereit, wenn Sie es sind. Achso, ich muss. Das muss ich umgehen. Warum macht ihr das nicht auch direkt mit, ey? Das ist ja blöd, 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 blöd. Aber 1 fix 3, ah ne, sie ist vorbei, die Tür ist offen. Da kommen sie. Die dürfen hier nicht rein. Ist mir doch scheißegal, ob ich hier rein darf oder nicht, verstehst du? Hier. So, weg mit euch. Ich habe eine Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Nancy. Ich habe dasselbe Problem. Hier gibt es so viele Passwörter, da kennt sich keiner mehr aus. Das Passwort für heute Abend lautet Perugia. Und das ist nicht mal leicht zu merken. Das ist nicht leicht? Na gut. Ist aber kein Problem. Durch den Stimmscanner kann sowieso nur Hawk mit dem Passwort was anfangen. Trinken wir nach der Party ein paar Bier zusammen? Sag einfach Bescheid. Samuels. Haben Sie was? Das Passwort lautet Perugia. Ha. So hieß der Mann, der die Mona Lisa gestohlen hat. Hübsch. Ich habe Ihre Funkanlage angezapft. Das können wir vielleicht noch brauchen. Sehr, wir sehr brauchen gut. Immer noch eine Stimmprobe von Hawk. Ja, kein Thema. Da werden wir einfach mal ein kleines Schwätzchen mit dem halten. So, kein Problem. Shepard bringt ihn schon irgendwie zum Reden, ne? Da ist er. Sie müssen nur dafür sorgen, dass er lange genug redet, damit ich eine Stimmprobe nehmen kann. Lassen Sie Ihren ganzen Charme spielen, Shep. Wenn Sie soweit sind, geht's los. Nach Ihnen. Mr. Gunn, ich hoffe, es gefällt Ihnen bei mir. Jetzt gibt er mir die Hand. Hoffentlich hat die kleine Szene an der Tür Ihnen nicht den Abend verdorben. Ich kann die Sicherheitsmaßnahmen ja verstehen, aber wer würde es wagen, in Donovan Hawks Haus einzubrechen? Gunn, unsere Branche lockt bestimmte Elemente aus ihren Löchern. Nur wenige wissen, was wir alles tun müssen, um die Barbaren auf Distanz zu halten. Die Leute von heute wollen Bequemlichkeit, Unterhaltung, Liebe. Sie begreifen nicht, dass die Galaxie ein empfindliches Konstrukt ist. Sie müssen sich nämlich nur um ihren unmittelbaren Luxus kümmern. Und warum? Weil Leute wie ich und Sie all die schrecklichen Dinge erledigen, damit die Galaxie sich weiterdreht. Diese Party ist für uns. Die Putzkolonne. Die Garanten für die trügerische Illusion, in der Galaxie herrsche Frieden. Möge es immer einen Markt für unsere Güter und Dienstleistungen geben. Ah, ja. Jetzt haben Sie ihn aber wirklich zum Reden gebracht. Wir haben genug für eine Stimmprobe. Lassen Sie ihn gehen. Genießen Sie die Party, Mr. Gunn. Und jetzt testen wir den Stimmscanner aus. Ja, noch nicht. Wir müssen ja noch die Haut schuppen.
Ne? Quatschen wir mal mit ihm hier. Mr. Hawks Privaträume sind für Gäste ohne Sicherheitsfreigabe nicht zugänglich. Ich habe eine Freigabe und darf hinein. Mit wessen Genehmigung? Ich habe die Genehmigung von Chief Rowe. Okay, eine Sekunde. Chief Rowe, Samuels, haben Sie eine Zutrittsgenehmigung für Mr. Hawks Privaträume erteilt? Sie dürfen rein, Samuels, und belästigen Sie mich nicht mehr. Verstanden. Entschuldigen Sie die Störung, Ma'am. Okay, na? Sie können reingehen. Genießen Sie die Party.